Also ich weiß wohl, mein Ergotherapeut war überrascht und kannte diesen Rollator noch nicht und hat sich wohl auch aufgeschrieben, was das ist. Also er war positiv überrascht. Vielleicht wollte er ja auch nur mich ein wenig bestätigen. Wenn ich mit diesem Rollator rausgehe, fühle ich mich eigentlich sehr selbstbewusst. Ich gehe damit wirklich gerade, aufrecht und selbstbewusst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner hinter mir herschaut und sagt, ach guck mal da, die arme, alte, behinderte Frau. Gar nicht. Ich fühle mich gut damit. Und ich könnte mir vorstellen, dass so manch einer mir hinterher schaut und sich wundert, was ich da für einen Rollator habe. Denn ich selber habe noch nie jemanden mit so einem Rollator gesehen. Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, es schaut schon jemand hinter mir her, aber es hat noch keiner gewagt, mich anzusprechen. Aber auf jeden Fall gehe ich damit nicht mit irgendwelchen Skrupeln, dass ich denke, oh, ich bin arm, alt und krank. Nein, ich gehe damit selbstbewusst. Ich fühle mich damit sehr gut, unterwegs zu sein und nicht alt oder behindert. So viele alte Leute, und da habe ich mich nicht so gezählt, die fahren mit einem Rollator rum, aber ich bin ein bisschen eitel noch und wollte deswegen einen Rollator, der nicht ist wie die anderen auch. Und deswegen habe ich mich dann mal umgeschaut, vor allem im Internet, und habe geschaut, was gibt es eigentlich so und wie teuer ist das alles. Und bin dann auf diesen Rollator gestoßen, der irgendwo elegant wirkte, schick einfach, nicht mit diesem vielen Kabelkram drumherum, mit diesen Bremsen, sondern einfach, ja, einfach eine Hilfe, mit der man gut laufen kann. Und obwohl natürlich die Krankenkassen nicht gleich so wollen und das ein bisschen teuer finden, habe ich gesagt, den möchte ich haben und habe ihn mir dann bestellt. Und mithilfe dieses Rollators war ich dann erheblich sicherer. Ich konnte mich also mehr weiter bewegen. Trotzdem oft müde, deswegen, es musste auch ein Sitzplatz her. Und so konnte ich dann immer wieder Pausen machen. Das ist ja bei der Multiplen Sklerose typisch, dass man immer wieder mal Pausen braucht. Ja, so habe ich dann aber auch, weil meine Gesundheit sich verbessert hatte, immer weitere Wege machen können. Und ich wurde dadurch kräftiger. Ich konnte einfach mehr laufen. Ich hatte keine Angst mehr, umzufallen. Ich konnte mich ja schön festhalten. Ich konnte jederzeit Pausen machen. Und die Spaziergänge rund um mein Zuhause, die wurden einfach immer größer, immer weiter. Und inzwischen hat mich der Rollator so weit gebracht, dass ich weitgehend ohne ihn auch laufen kann. Aber er ist da, und wenn ich weiß, irgendwo ist der Weg etwas weiter, oder auch es ist ein Markt, bei dem ich vielleicht was anschauen möchte und dann müde werde, nehme ich ihn mit, denn dann kann ich sitzen. Es ist immer ein Stuhl dabei, und das tut mir gut, das brauche ich dann einfach.